Ja, meine Lieben, ich hab's doch getan. Obwohl ich die Minis ja so sehr verteufel, wegen, ja, habt ihr ja alle gehört in meinem Raspberry Pi Tutorial, wie man das alles besser macht. Aber ich konnte mich trotzdem diesem Retro-Feeling nicht entziehen. Und ich war im Mediamarkt unterwegs und habe ihn mir geholt, den C64 Mini. Ich weiß nicht, wie viel Sinn jetzt noch ein Unboxing macht, weil der ist ja schon ein bisschen länger auf dem Markt und den werden schon einige gemacht haben, also ein Unboxing. Aber wisst ihr was? Ich mache das trotzdem auch noch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht. Ich bin halt bei Mediamarkt gewesen, die hatten ja diese... diese 3:2 Aktionen und sowas zieht mich ja immer dahin als Spielesüchtigen. Und die hatten noch einen C64er Mini da stehen. Und ich gucke da so, die haben da gar keinen Preis stehen gehabt. Habe erstmal bei Amazon geguckt, wo liegt denn der Preis momentan? Bei Amazon kostet das Ding tatsächlich im Moment 78 Euro. Dann bin ich mal zu dem Verkäufer hingegangen, habe schon ganz Schlimmes im Kopf gehabt, weil Mediamarkt ist ja nicht dafür bekannt, dass sie wirklich immer die günstigsten Preise haben. Hab mal gefragt, schau mal, was kostet das Ding? Hat er eingescannt? 59,99. Da habe ich mir gedacht, okay, für 59,99 nehme ich das mit. Ich hatte eh noch ein paar Spiele unterm Arm, die ich gekauft habe oder kaufen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann fällt das auch nicht mehr auf, wenn ich den jetzt mitnehme. Die Wiedergeburt des meistverkauften Heimcomputers steht drauf und ich muss auch sagen, wirklich, also das sieht auf der Packung schon sehr geil aus. Ich weiß allerdings auch schon, weil ich ja selber viele Videos gesehen habe, dass ja, die Tastatur ja nicht funktionsfähig ist und sowas, aber das Style sieht einfach geil aus. Und klar, ich habe auch ein Original C64er hinten in meinem Schrank stehen, das wissen die meisten Leute, die meine Roomtour gesehen haben und so, aber... Naja, da der ja auch schon hackbar ist und man dann mit einem USB-Stick alle seine Spiele, die man hat, da drauf machen kann, war das eigentlich ein No-Brainer. Dass ich den kaufe, na, das ist einfach, dann schließe ich ihn über HDMI an, das ist natürlich viel geiler als jetzt noch so eine, hier so eine Upscale-Box habe ich hier immer, ne, von SCART auf HDMI und solche Spöks, ne. Das fällt ja dann alles weg. Das ist halt der Vorteil an dem ganzen Ding. Und ja, natürlich auch der geile Topstar-Joystick wieder. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Topstar-Joystick. Ich habe jede Menge von QuickJoy, so hieß damals die größte Firma, die Joysticks für den C64er gemacht hat. Und für den Amiga und so weiter. Davon habe ich jede Menge. Das sind auch die so schön klicken und so weiter. Aber einen Topstar-Joystick habe ich nicht. Und das war der meistverkaufteste Joystick für den C64er, wenn ich mich richtig erinnere. Aber genug davon. Wir machen das ganze Ding jetzt mal auf. Natürlich, das ist das, was ja auch die Leute, womit sie sich quasi verteidigt haben unter meinem Raspberry Pi Video, da war ja halt dieses nostalgische Feeling, das man hat, wenn man dieses alte Ding in der Hand hat. Das Problem bei mir ist halt nur, dass ich die Dinger auch original im Schrank stehen habe, in groß. Deswegen übermannt mich da jetzt nicht so dieses Nostalgie-Feeling, weil ich kenne halt das Original und das ist mit keinem Mini zu ersetzen. Ich würde eher sagen, es ist der Kultstatus, den dieses hier ausüben. Weil der ist ja dann jetzt nicht hier irgendwie vergilbt oder sowas. Ne? Das ist natürlich was Geiles, sowas wieder in der Originalfarbe zu sehen. Das sieht man heutzutage selten. So, machen wir mal auf. Übrigens steht drauf, dass High-Definition-Ausgang 720p, also kein Full-HD. Pixelgenaue Darstellung mit US- und Europa-Anzeigemodi. Und Bildröhrenfilteroption, Speicherfunktion, zwei USB-Ports. Darüber kann man dann zum Beispiel eine USB-Tastatur anschließen, um, ich weiß gar nicht wofür, für einen voll funktionsfähigen Heimcomputer mit C64 Basic. Okay, die Frage ist erledigt. Und einen zweiten Joystick kann man hinzufügen. Das wird natürlich nachher ein Problem, wenn man den hacken möchte und über USB dann die anderen Spiele drauf macht. Dafür braucht man ja auch einen USB-Slot. Wer übrigens ein Video sehen möchte, wie man das macht... Wenn ihr es nicht schon längst gesehen habt, macht einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Dann wird dieses Video kommen. Ihr kennt mich ja, der alte Hacker. Ja, dann ist hier drin der C64er Mini, der Joystick, HDMI-Kabel, USB-Stromkabel, 64 voll installierte Spiele und Bedienungsanleitung. Und das wollen wir doch jetzt mal überprüfen. So.
Ja, stellen wir das mal so. So sieht schön aus, oder? So ist schön. Der C64 Mini. Das sieht natürlich auch richtig geil aus. Da haben wir das gute Stück. Sehr schön verpackt. Boah, so klein. Das ist so surreal, so einen kleinen C64er vor sich zu haben. Und der Joystick ist größer als. Der ist höher als. Ihr wisst schon. Mein Gott. So, das sind einzelne. So. Ja. Wunderschönes Stück. Wie gesagt, Tastatur ist natürlich nicht funktionsfähig. Ja, da haben wir die zwei USB-Slots. HDMI und Power In und nix. Und nix. Aber wirklich sehr geil. Und vor allem, man sieht mal wieder die Originalfarbe vom C64er. Die habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. So, legen wir den mal hier hin. Dann haben wir hier. Ach, okay. Packen wir das auch mit. Dann haben wir hier den Joystick. Der ist ein bisschen modifiziert. Das ist nicht der Original-Top-Star-Joystick. Weil er hat plötzlich auch noch hier Knöpfe. Es gab auch nicht unbedingt das Modell mit zwei Knöpfen, sondern es gab das auch mit einem Knopf. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es das auch mit einem Knopf, ja. Da sind auch nochmal extra Folien drüber, damit das auch schön neu aussieht, wenn man das dann abmacht. Und hier unten hat man vier Knöpfe noch. Die sind nachher federführend für das Menü. Natürlich USB-Anschluss. Das Geile ist, der müsste ja dann auch am PC funktionieren, oder? Kann man mal ausprobieren. Ja, und wie wir schon gehört haben, HDMI-Kabel, USB-Power-Kabel und eine Anleitung. Genauso von den Farben her und dem Aufbau her sah auch früher die Anleitung für den C64er aus. Also ich habe es ja zumindest so im Kopf. Ist schon eine geile Sache. Ja. So viel zum Unboxing. Sollen wir noch anschließen? Sollen wir ihn anschließen? Okay, machen wir. Bis gleich. Ja, da ist das Ding an und ist ja schon allein geil. Ich sehe gerade mein Mikrofon, verabschiedet sich gleich. Und ist ja schon allein geil. Das Anfangsbild und die Hintergrundmusik. Das ist schon so, boah, ich liebe ja Synth-Komposition. Das ist ja genau mein Ding. So, und hier können wir jetzt auswählen auf Englisch, Espanol, Italiano und Français oder Deutsch. Da muss ich schon sagen, der Joystick ist sehr ansprechend, aber ich glaube, das ist nicht mehr die analoge Technik. War die früher analog? Bin mir gar nicht sicher. Naja. Egal. Nostalgie-Feeling ist trotzdem da. Dann nehmen wir mal Deutsch. Ach so. Ah, und jetzt seht ihr, das seht ihr natürlich nicht, weil wieder meine Hackfresse davor ist. Wie so oft. Ich muss mal eben gucken, welches hier. So. So. Da unten ist die Auswahl. Hier unten. Die bezieht sich auf die Knöpfe hier drauf. Na, und da zeigt jetzt zum Beispiel halt, wenn ich den vierten Knopf drücke, dass es zurück. Zack. Und jetzt sind wir im Menü, wo die Spiele sind. Wir gucken mal Alley Cat. Habe ich früher nie gespielt. Anarchie auch nicht. Aber Amalyte, das kennt man natürlich. Amalyte, wer kennt's nicht? Avenger, auch nicht von gehört. C64er Basic. Da kann man ein bisschen rumprogrammieren mit dem USB-Keyboard aber dran. Battle Alley, Valley. Ah, Boulder Dash. Boah, ich habe Boulder Dash geliebt, aber wer nicht? Bounder. California Games musste natürlich drauf. Ich hoffe, Summer und Winter Games auch drauf. Ich habe mir nicht angeguckt, was alles auf dem C64er Mini drauf ist. Weil ich ja eh davon ausgehe, da, oder ausgegangen bin, USB-Stick dran und man kann ja dann eh alle Spiele drauf machen. Chips Challenge. Confusion. Cosmic Causeway. Also ich muss schon sagen, ja, Creatures gut. Creatures ist ein geiles Spiel. Aber ich muss schon jetzt sagen, von der Auswahl her, was mir bis jetzt hier drunter gekommen ist, ich vermisse die Kultspiele, die ich früher gespielt habe.
Amalytic, klar, habe ich gespielt. Creatures habe ich gespielt, California Games. So, das sind aber bis jetzt die einzigen drei Games, wo ich sage, ja, die habe ich gespielt. Cyber 02, auch nicht gespielt. Das kommt mir bekannt vor. Genau, Deflector doch, das habe ich auch mal gespielt. Everyone's Welly. Ja, Welly kenne ich, habe ich aber auch nie gespielt. Firelord, nie gespielt. Gribbly's Day Out. Nie gespielt. Doch. Doch, einmal habe ich es gespielt. Doch, da dachte ich, das ist eine Heuschrecke. Ich dachte, das ist eine Heuschrecke, die man spielt. Hawkeye, nie gespielt. Heartland, nie gespielt. Nie gespielt. Nie gespielt. Nie gespielt. Nie gespielt. Ja, Impossible Mission natürlich, das habe ich gespielt. Das habe ich auch richtig gesuchtet. Und ich fand das immer richtig schrecklich, wenn der in einen Schacht gefallen ist, dieses Geräusch oder dieser Ruf, den er da gemacht hat. Das fand ich total schrecklich. Ja, Impossible Mission 2 natürlich auch. I.O. kenne ich auch. Jumpman. Boah, geilste Game ever. Mega Apokalypse kenne ich nicht. Mission 80. Wanted Money Mode. Monty Mole, achso, Monty on the Run. Monty on the Run kenne ich wieder. Nebulus kenne ich. Netherworld. Nobby. Ach, das ist doch hier der von The Pink Panther, oder? Notes of Jesod kenne ich auch nicht. Paradroid kenne ich. Kenne ich. Pitstop, klar, kennt man. Pitstop 2. Rana Rama. Ja, Robin of the Wood kennt man. Rubicon. Skate Crazy. School Days. Snare kenne ich auch nicht. Speedball kenne ich natürlich. Speedball 2, ja, aber eher da schon. Das war schon Konsolenzeit. Spin Dizzy kenne ich. Starport. Steel. Baseball. Ich muss dazu sagen, Sportspiele habe ich nie gespielt auf C64, außer halt Summer Games, California Games und so weiter. Das war so mein Ding. Da, Summer Games 2 wenigstens. Wo ist 1? Warum nicht 1? Super Cycle kenne ich, klar. Temple of Asphalt Trilogy kenne ich nicht. The Ark of... Also, da sind wir wieder schon am Anfang, oder? Nein, die Hall of Fame. Thing Bounces Back. Thing on a Spring. Ja. Trailblazer. Uchimata. Warum Uchimata? Warum nicht International Karate? Ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage, oder? Uridium, okay, das kenne ich. Who Dares Wins 2, kenne ich auch. Boah, das hat ein Kumpel von mir geliebt. Ja, Winter Games, gut, da wenigstens auch eins. World Games. Ich finde, World Games wird viel zu wenig erwähnt bei diesen Sportspielen. Ich fand damals World Games, fand ich zum Beispiel besser als Winter Games. Wobei Summer Games alles geschlagen hat. Und California Games BMX. Synapse kenne ich nicht. Ja, das war wie bei Elicat. Aber ich muss sagen, von der Spieleauswahl, die hier drauf ist, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil man hat versucht, wieder einen gewissen Kultstatus wieder zu erwecken mit dem C64er Mini. Und klar, die Musik im Hintergrund gefällt mir mega gut. Das Menü sieht super toll aus und so weiter. Aber die Auswahl, die sie da drauf gemacht haben, also das repräsentiert für mich nicht das, was ich früher auf dem C64er gespielt habe. Wollen wir mal ein Spiel starten? Jumpman. Ich liebe Jumpman. Einfach drücken und los geht's. Ich mach mich mal hier wieder runter. Ja, jetzt kann man hier, glaube ich, irgendwie eine virtuelle Tastatur reinmachen. Und muss irgendwas drücken. Das ist so für die Spiele. Früher musste man viel Spiele drücken. Run, Stop oder irgendwas. Leertaste, Shift. Irgendwas war schon richtig.
Aber hier muss man, glaube ich, nochmal abwarten, bis alles geschrieben ist. Man muss ja sein eigenes Spiel hypen, ne? Und jetzt? Press Return. Wo ist denn Return? Wo ist denn Return? Seht ihr irgendwo Return? Wo auf dieser verfuckten Scheiß-Tastatur ist Return? Hä? Ich sehe keinen Return. Haben die tatsächlich auf der virtuellen Tastatur Return vergessen oder bin ich einfach nur blind? Ach, das ist Return. RST. Natürlich ist RST Return. Alles klar. Beginner. Press Return Button. Nee, das ist doch kein Return. Das ist Reset. Mann. Welcher Knopf ist hier Return, verdammte Hacke? Die wollen mich doch verarschen. Was gibt's hier noch? Ach, ja natürlich. Hier, der Button ist Return. Ist klar. Naja, muss man ja auch mal lernen. Man hätte auch vielleicht die Anleitung lesen können, ne? Wenn man ehrlich ist. Hä? Was denn jetzt? Was denn hier? Oh, jei. Ich bin, glaube ich, auf den Return-Button gekommen. Eigentlich bin ich hier auf den eckigen Knopf gekommen. Okay. Merken, nicht auf den eckigen Knopf kommen. So, also man muss hier verschiedene Dinge einsammeln, die ganzen braunen. Und immer wenn man was einsammelt, verschwindet irgendwas, damit das Ganze ein bisschen schwerer wird. Der weiße Punkt, der kommt immer reingeschwebt. Und sobald der auch selber Höhe ist wie man selbst, ja, dann versucht der einen abzuschießen. Und man darf bei Jumpman nicht zu tief fallen. Tief fallen ist hier der Tod. Yeah. Like a pro. Yeah. Naja, und wenn man dann hier auf den eckigen Knopf kommt, ist man zack tatsächlich wieder im Anfangmenü. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Spiel so ist. Aber hier ist es auf jeden Fall so. Weiß nicht, ob das den Return-Back-Knopf oder so repräsentiert und das deswegen dann passiert, ich weiß es nicht. Ja, und wie gesagt, wenn ihr ein Video sehen wollt, wie man es hackt, was eigentlich total pimmel einfach ist, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich mich darum kümmern, dass ihr das natürlich sofort erfahrt, wie das geht, in einem schönen Videotutorial. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Kauft das über meinen Amazon-Link, den C64er Mini, wenn ihr ihn kaufen wollt. Das wäre super nett, um mich zu unterstützen. Ciao, euer Gameblamer. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.